Moin Leute, wenn ihr nach dem Ende von Fractured noch ein paar Fragen offen habt, ich hätte hier ein paar Antworten. Fractured ist nämlich von dem gleichen Drehbuchautor fabriziert, der uns den Maschinist beschert hat. Und ähnlich wie dieser Film ist nicht alles so, wie es scheint. Währenddessen werde ich alles aufschlüsseln, was ihr über Fractured wissen müsst, wie es endet und was es bedeutet. Hier wird es natürlich wieder nötige Spoiler geben. Also auf eigene Gefahr weiterschauen und legen wir mit dem Video los. Bei dem Film Fractured folgen wir Ray und seiner Familie, als sie vom Erntedankfest kommen. Alles scheint ziemlich banal zu sein, aber als wir Rays Reise folgen, beginnen die Dinge zu zersplittern. Und die Ereignisse des Films sind ohne nähere Untersuchung schwer vollständig zu erkennen. Ray ist ein unzuverlässiger Erzähler, der unter Alkoholismus leidet und nachdem seine Tochter Perry auf eine Baustelle gestürzt ist, bringt er sie zusammen mit seiner Frau Jo ins Krankenhaus. Und dann passieren die Dinge oder doch nicht. Wie wir wissen, gab es den Unfall an einer Baustelle und dass seine Tochter in den Abgrund stürzt. Danach ging es weiter in das Krankenhaus, wo halt Perry behandelt wurde und nach einer längeren Zeit wachte Ray aka Sam Worthington wieder aus seiner Trance auf und sie waren angeblich nie da. So scheint es lange in Fractured. Aber kommen wir zu den letzten Minuten des Films. Er kommt mit seiner Familie aus dem Krankenhaus und sie haben scheinbar nun alle ein glückliches Leben. Man sieht als Zuschauer, dass sie auf dem Rücksitz sitzen. Wir sehen aber auch nach der Szene, dass Ray tatsächlich jemanden entführt hat, der sich mitten in der Operation befand. Alles nur eine Halluzination seiner selbst. Wie die Psychiaterin zuvor sagte, hatte Ray tatsächlich seine Familie getötet und die Ereignisse des Films in seinen Gedanken konstruiert, um sich vor der Wahrheit zu schützen. Ihre Körper befinden sich auf dem Rücksitz seines Jeeps und waren die ganze Zeit dort. Der Charakter Ray hat sich ganz klar durch den Fall in die Baustellengrube ein Schädel-Hirntrauma zugezogen. Dafür gibt es einfach einige Anzeichen für die verdrehte Welt von Ray. Diese Wegweiser, ganz ehrlich Leute, sind im ganzen Film verstreut. Zum Beispiel, dass er oder seine Frau nicht die Blutgruppe ihres Kindes wussten. Denn das Thema Organspende ist ein großes Thema. Warum wurde das immer so viel angedeutet? Und zudem, dass man auf den Bildaufzeichnungen Perry und Joe nicht erkennen konnte. Durch diese Tatsache, dass er dadurch alles unterdrückt und es sich so abspielt, sie würden noch leben, geht er über eine Grenze, die ihn gefährlich macht. Er war schon vorher gestresst, selbstlos und gereizt. Nun gefährdet er aber auch noch andere Menschen im Krankenhaus. Ray ist einfach für mich ein gebrochener Mann, der schon einmal seine vorige Familie verloren hatte und dieses Mal durch eine Tragödie schon wieder. Das Hirntrauma gab ihm nun den Rest. Soweit für mich eigentlich schon einigermaßen schwer verständlich, aber jetzt hat er auch einfach nichts mehr zu verlieren und seine Gedanken spielen ihm einen Streich. Es war ein traumatisches Erlebnis, die ihn wie einst Jack in Shining auch an seiner Psyche kratzen lassen. Das ist für mich so ein bisschen, was ich euch sagen kann, was mir das Ende so ein bisschen erklären, also was es mir sagen will. Als dieser Unfall passierte, ich habe noch gesagt, okay, ohne Scheiß, was jetzt kommt, wird wahrscheinlich nie passieren, weil die sind wahrscheinlich tot. Das habe ich mir schon fast die ganze Zeit gedacht gehabt und es ist ja so eingetreten. Aber für den Zuschauer war das einfach so, wo man sagen würde, das kann gar nicht so sein, das muss so passieren oder andersrum. Aber für mich war es dann so ein kleiner Twist oder naja, nicht so ein großer Mindfuck-Moment, es war okay. Was sagt ihr dazu zum Video? Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ich würde sagen, Leute, bis dann und ciao und bam.